Wir von Agora Verkehrswende sind dieser Tage auf der 24. Weltklimakonferenz in Katowice in Polen, um unseren Beitrag für die internationale Zusammenarbeit zu einer globalen Verkehrswende zu leisten. Nie war die so dringlich und so wichtig wie heute. Unsere Analyse des Verkehrssektors der Länder der G20 zeigt, dass die Emissionen sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr weitestgehend ungebremst steigen. Wenn wir jetzt nicht handeln, besteht sogar die Gefahr, dass sich die Emissionen weltweit im Verkehrssektor bis zur Mitte des Jahrhunderts noch einmal verdoppeln. Das zeigt, ohne eine umfassende Verkehrswende werden wir die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens nicht erreichen. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass Michael Kurtyka, der Präsident der Weltklimakonferenz hier in Katowice, erstmalig Verkehr und Elektromobilität in das Zentrum der Verhandlungen gerückt hat. Ein Beleg dafür ist die Katowice-Partnerschaft für Elektromobilität, die bereits 40 Länder unterzeichnet haben. Darin bekennen sie sich zu einer Mobilität ohne klimaschädliche Auswirkungen. Gefordert sind jetzt sektorspezifische Strategien und Ziele, aber vor allen Dingen die schnelle Umsetzung von Maßnahmen, wie zum Beispiel eine grundlegende Reform der Besteuerung von Fahrzeugen und Kraftstoffen, die dem Klima dienen. Unsere Veranstaltung gestern hier in Katowice hat gezeigt, dass die internationale Zusammenarbeit und die internationale Koordination der Aktivitäten auch einen Beitrag dazu leisten kann, die Verkehrswende sozial ausgewogen zu gestalten. Soziale Ausgewogenheit ist eine Voraussetzung für die Akzeptanz des bereits begonnenen Strukturwandels in der Automobilindustrie und auch im Hinblick auf die Teilhabe und die Bezahlbarkeit der Mobilität von morgen. Dafür werden wir uns als Agora Verkehrswende national wie international in Zukunft weiter einsetzen.